Moin Leute, Devex hier und willkommen zum Let's Play von Red Dead Redemption Undead Nightmare, dem Zombie-DLC von Red Dead Redemption. Wer hat's gedacht? Ja, was gibt's groß zum Spiel zu sagen? Wie gesagt, es ist ein Zombie-Game und ich meine, Zombies sind fucking awesome. Und das Spiel ist auch fucking awesome, ich hab's bisher eine Stunde gespielt. Ja, ist soweit ich weiß das einzige Story-DLC von Red Dead Redemption. Kann sein, es gibt noch ein paar Multiplayer-DLCs, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wird aber wahrscheinlich der Fall sein. Ja, Red Dead Redemption wird es bei mir nicht geben, da ich schon Let's Play davon gesehen habe und auch das Ende kenne, weswegen ich es nicht mit derselben Spannung spielen würde wie beim ersten Mal. Ja, und das war es eigentlich groß und ganz schon. Wir können direkt loslegen mit dem neuen Speicherstand. Nicht wundern, warum ich einen neuen Speicherstand anlegen muss, wenn man das Spiel, also ich habe meinen gelöscht, weil wenn man das Spiel neu starten möchte, wenn man schon den Speicherstand hat, dann ist es ziemlich nervig und so weiter und so fort, unwichtig. Neue Speicherdatei erstellen. Ja. Und los geht's. Die Liebe in den Zeiten der Plage. After months away, John Marston has returned to his loved ones. While trying to rebuild his ranch and win back the trust of his family, Marston awaits whatever life will throw at him. As he drives home one evening from an errand, he ponders whether a man can ever escape his past. He is a man who is ready for anything. Almost anything. Red Dead Redemption Undead Nightmare. Mother. Oh, I'm sorry. I meant to say, damn this awful son I've raised with his highfalutin ways and his shame that his mother swears like a sailor and sews like a blind man. Is that better, your lordship? Much better, mother dearest. Oh, good. I'm so glad, my darling. When you've finished your university education and are far too good to even acknowledge my existence when we pass on the street, and you gently kick me aside and beg an old crow out of the way with your highly polished boot. Well, think of me kindly, at least, will you, my son? I'll try to, Mother. I'll think, that woman I just kicked, that used to be my dear old potty mouth mom. Maybe I should bother to kick her harder. Dear boy. Oh, I am so proud of you. Get off. Now, Father's here. Maybe he can beat some sense into you. Something funny's going on out there. Damn dogs gone crazy, and wolves howling, and birds flying. Well, it's just the storm, John. Maybe. Uncle make it back yet? I thought he was with you, off drinking in the fields. I mean working, as you call it now. He went into town a few hours ago, after we busted that hammer working out in the meadow. Well, he's probably holed up in some place of ill repute waiting for the passing of the storm. I hope so. What the fuck? Well, that was what I was gerade. I know. Just a funny feeling I got. You gone psychic, Paul? Either that or I ate something funny. Knowing your mother's cooking. Seems more than likely. Mm. Well, talking about food, who's ready for some poisoning? Me, my darling. I am starving. What you reading?
just some book about monsters. Tell me about it. It's kind of dumb. That should suit me just fine. Well, it's all about, in ancient times, how Aztec warriors worshiped the sun. But during full moons, some of them worshiped the moon instead. And upset the equilibrium of things. So anyway, what it involves is, there's this one guy, and he goes out in search of... him all alone. So anyways, since there ain't no cure, the brave man has to kill everybody, which is absolutely disgusting and completely unbelievable. It's getting late. Guess we're not gonna see Uncle till morning. Come on then, Abigail. Jack, get yourself to bed, boy. Try to get some sleep. Ain't you worried about Uncle? Sure, but he'll have to wait till morning just like any other man would in his shoes. Night, son. Don't stay up reading too late. You okay, old man? You look so good. Ein bisschen viel Blut am Bart. Okay, und... Ah, verdammt. Geht doch. What the hell have you been drinking? I can't believe I had to kill that poor bastard. I... Well... You okay, darling? You okay? Oh. Abigail. Abigail. I don't feel so great. Jack! Get out here! Now! Good Lord, what's happened? Mama? Careful, boy. Mama. Mama! Mama! Stay right there, the pair of you. Don't make me no widower now. Na wunderbar. Okay, fang Abigail mit dem Lasso und fessel sie. Na dann, und... Huah! Sorry, Nummer 1. It's for your own good. Und... Jack. Ja, verdammt. Whoa! Weg, weg, weg. Jawohl. If you act like a child, I'll treat you like one. Sehr gut.
Now, I don't know what the hell's gotten into you sick, crazy bastards or what Uncle's done to you, but I'm going to get help. Stay calm. As calm as you can, seeing as both of you seem to have gotten a little excited. Probably just a fever. Jack, be kind to your mother. Abigail, teach the boy right from wrong. Both of you, stop biting chunks out of people. I'll be back as soon as I can. Guess I best go find me a doctor in town. Wer auch immer das gerade war, keine Ahnung. Aber ich finde es klasse, wie gelassen wir das nehmen, dass unsere Familie sich gerade, naja, blutig gebissen hat. Wir wissen ja noch nicht, dass es Zombies sind. So, hol Hilfe in Blackwater, alles klar. Wir müssen jetzt zu dem U hier auf der Karte. Albtraum der lebenden Toten. Wir haben es mal wieder, naja, ordentlich groß. Kennt man ja von den ganzen Open World Games von, hier, ich wollte schon sagen, von GTA, von Rockstar Games. Ich muss echt sagen, dass die Steuerung ist besser als die von GTA 4, aber im Weiten, also wirklich um Längen schlechter als die von GTA 5. So. Das hätte auch zu einem Brand führen können. Wow. Okay, nicht schlecht. So, mit A können wir rennen. Also, wenn wir es gedrückt halten. Oder eben auch nicht. Okay. Da oben können wir uns Pferd herbeirufen. Ich nenne das Pferd übrigens Deadly. Warum werdet ihr gleich noch erfahren? Oder was heißt gleich? Nachher noch. Was ich am Spiel aber schon zu bemängeln habe, also was ich sagen muss, sind die Reitwege. Die sind extrem lang. Und auf den Wegen gibt es meistens überhaupt nichts, was irgendwie, weiß nicht, Spannung aufbringen könnte. Weil alles einfach nur so aussieht. Also kommt natürlich immer drauf an, wo man lang reitet, aber trotzdem. Es ist eigentlich nie was los auf den Reitwegen und die sind auch noch verdammt lang. Also werde ich mal schauen, ob ich das irgendwie schneiden werde oder nicht. Mal schauen. Und die U-Missionen sind Story-Missionen. Nein, ups. So, können wir mal schnell anschauen. Ja gut, wir haben jetzt noch keine, aber wir werden es dann noch sehen. Wie gesagt, die U-Missionen sind Story-Missionen und dann gibt es halt noch Nebenquests von wegen befreie dieses Dorf und diese Stadt von irgendwelchen Zombies und so weiter und so fort. Okay, hier brennt's. Ja. Ich find's klasse, wie einfach irgendwelche zufälligen Punkte auf irgendwelchen Dächern brennen. Oder einfach in irgendwelchen Häusern. Aber nie ein ganzes Haus. Das ist fuck logic. We are all going to hell. God save us. Where is everybody? Damn. Ja, also irgendwie, dafür, dass eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, sieht es ziemlich leer aus. Wie soll das hier gehen? Da oben brennt es, da drin, aber ansonsten ist das Haus vollkommen in Ordnung. Invade Mexico. Mr. Marston, sir! Marston! It's me! Professor, what are you doing here? I thought you went back to Yale. Well, I did, but I came back for another round of research. And now all hell is quite literally broken loose. What is going on? Nein, der Hölle sieht doch noch so aus. A man of great learning, a thinker, a wise man, and I'll be honest with you, sir, I haven't got a fucking clue. Sehr gut. What should we do? Well, I suggest we try to find other survivors, band together and find a cure.
or fight to the death trying. Well, that sounds great and all, but I'm not sure that I'm cut out for such shenanigans. I was thinking more that finding a horse and America's doomed. Back to the civilized north at the speed of knots before writing a paper on the events from the comfort of my study. I'm a scientist after all, right? I mean, I can't do much science if I'm some bloodshot dervish's lunch, can I? Much as I would like. Your sense of duty is very impressive, Professor. I'm gonna search the back street for survivors. Perhaps staying with you would be safer. Could you just wait a sec here, would you please? I'm going to wander down that lonely, deserted street and get my bag. Wait, you should stay with me, Professor. You haven't got a gun. Oh, no, it's okay. There's no need to worry. Everyone's already dead. I left my stuff with Mr. Nastas. You remember him. Indian fellow, dumb as bricks, but a good sort. Okay. Well, meet me in a couple minutes. Affirmative. A couple of minutes. Hat er gut geklappt. Our time has passed. Na, come on, bam! So. Damit hätten wir unseren zweiten Zombie erledigt. Oh! Und. Das ist ein Headshot. Ja. Wir können auch Zombies looten, ne? Sehen wir an dem X auf der Minimap. Irgendwie tauchen die manchmal aber ziemlich komisch auf. Und da muss man halt Körper zweimal looten, keine Ahnung. Werden wir dann sehen. So, jetzt noch ein U. Ich werde übrigens den ersten Part ein bisschen länger machen, weil der wirklich fast aus Cutscenes bestehen wird. It's your fault. Close the borders. Anyone here? Hello? Anyone here? In here, mister. Come out. It's okay. Come out. I don't bite. Bad joke. I mean, come out. They got my family, mister. And mine, I fear. I saw my mama rip my daddy's face off and drink his blood. And they were happily married 20 years. I'm sorry. The fuck? Your mama was dead? I saw her walk up onto the porch. And then boom! She ate my daddy! You weren't a bad man, mister. You weren't. Sure, he liked to drink, but he weren't bad. And sure, he liked the company of women, but he weren't bad, mister, he weren't! No one deserves to have their blood drunk. I mean, he knew how to use his fist. And if a woman spoke out her place, he reminded her of it and everything. And when my mama was dying, people said that he was lying with her sister. But it weren't true, mister, it weren't! Natürlich nicht. You said your mother was dead. Yeah, her and Mr. Braithwaite. He's been dead a year. And then yesterday, he walked up that street eating dogs. And he loves animals. All the dead folk have come back to life, mister. Only they ain't happy. It's a funny kind of salvation. All the dead folk? All the folk buried at the cemetery over by the churchyard. My God. I'm gonna go have a look. You wanna come? No, I already seen my mama. I don't need to see any more of my relatives. Here, mister, take this. If you can burn them, maybe you can put their souls to rest. Mister! You see my Uncle Mordecai? You burn him. Burn him real good, you hear?
Das wäre ziemlich mad. Na gut. Eine Fackel. Nice. Und plötzlich sind die Straßen voll mit verdammten Zombies. So, und bam. Ja, ich werde die mal alle killen. Vielleicht bekomme ich ein bisschen Loot. Zumindest hoffe ich mal, dass ich mehr Loot bekomme, als ich gerade verballere. Scheiße. No. Nicht gut. Das war zwar mega unnötig, aber trotzdem sah gut aus. Und irgendwas? Jawohl, hier. Ja, besser als nichts. Aber ich werde mal schauen, wie oft ich den Revolver benutze, weil wir bekommen nachher noch andere Waffen. Ist klar, wir haben drei Slots frei. Und ja. Die sind alle besser als der Revolver. Meiner Meinung nach zumindest. So, wir können unser Pferd rufen. Deadly! Wo bist du? Gut! Nice, da kommt das Pferd. Deadly! Und ich habe schon Theorien zur Story von, also wie der Ausbruch angefangen hat, also was den Ausbruch einfach verursacht hat. Dazu werden wir erst nachher kommen. Und da ist auch schon der Friedhof. What the fuck? Okay. Wir haben ein Geisterpferd. Wir können ziemlich gut durch, ja, durch Zäune reiten. Fuck, wir sind ein bisschen zu weit. Ach, goddammit! Wir müssen den Sarg da vorne anfackeln. Wir müssen hier sowieso so ein paar Särge anfackeln. So. Und. Nein, ich lasse so. Nein, ich Faust. Hier, Fackel. Nummer 1. Und ich werde jetzt erstmal die ganzen Särge kaputt machen. Und dann mich dann um die Zombies kümmern. Find's auch cool, wie der Wetter, genau. Find's auch cool, wie es jetzt einen Wetterwechsel gibt. Weil jetzt die ganzen Zombies aus ihren Gräbern aufstehen. Und der letzte Sarg. Meins und ja, passt irgendwie. Wie kein Loot. Okay, ich wollte gerade sagen. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Ich warte eigentlich gerade auf ein Event. Ich will nicht zu viel Munition verschwenden. Eigentlich habe ich auch noch auf die gezielt, aber hey, who cares? Und da wir Mordecai Robert. Der Boomer. War ja klar, irgendwie. The fuck? Erledige Mordecai und den Rest der Untotenhorde. Das sind ein paar viele vielleicht. Oh, dieses Auto-Aiming. Also dann, Mordecai. In your face! So viel als Ziel. So. Und wir haben es repetiert. Ich sage einfach das Scharfschützengewehr. Weil okay, Friedhof von Blackwater gesäubert. Repetierkarabiner. Einfach zu ekelhaft, das zum Aussprechen. Ich meine, ich werde so ja, ich verhehe es ja schon. Irgendwie habe ich es sprechen verlernt.
Ich würde mich sofort auf. Alter, was geht? Ich würde mich einfach sofort versprechen, wenn ich repetiere Karabiner sag, jedes Mal, dass ich es einfach Scharfschützengewehr nennen werde. Solange wir. Ja, eben. Das ist unser scheiß Scharfschützengewehr, also von daher. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie zwei Namen für die Waffe hier im Spiel gibt. So. Und hier noch. Oh, das ist sie doch nicht. Das ist. Hä? Unser Scharfschützengewehr ist einfach nur die Schrotflinte. Oder haben wir noch. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Keine Ahnung, wofür wir gerade Munition eingesammelt haben. Ich habe nicht ganz darauf geachtet, wie viel Munition die Schrotflinte schon hatte. Aber eine Schrotflinte ist kein Scharfschützengewehr, also. Keine Ahnung, ist auch egal. So. Deadly! Nice. Wie sagen, gehen wir mal zum zweiten Uhr. Und danach werde ich da mal einen Cut machen, weil soll der Prozess ungefähr 30 Minuten lang werden. Na wohl. Danach noch ein Uhr. Alles klar, kein Ding. Helfe den Überlebenden, verringere die Präsenz der Untoten. Du noch und. Du noch. Nein! Fuck! Goddammit! Oh fuck! No! Holy shit! Deadly! Fuck! So aus Versehen! Nicht wegrennen! God damn it! So, hier sind noch zwei. Oder. Ja, doch zwei. Nice. So, du hast Loot. Ja, klar! Okay, ich wollte gerade sagen. Ich dachte schon, das wäre so eine Position, dass ich gar kein Loot aufsammeln hätte können. Muss ich näher ran. Und. Oh, fuck! Es gibt auch. Es gibt dabei auch Finishing Moves, aber irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich die auslöse. Ah, okay. Einfach nur RT drücken und gar nicht erst anfangen zu zielen. Nice! Es gibt, by the way, auch Dörfer und Städte, die mehr als so zwei Punkte brauchen, um sie zu befreien. Ist dann schon ein bisschen zeitaufwendiger. Fuck! I need help! Nice! Und damit wäre der Ort sicher. Oder auch noch nicht. Oh fuck, noch ein paar viele. Warum lässt du nicht nach? Und Finishing Move. Bär. Nein. Wirst du verletzt, färbt sich der Bildschirm nach und nach rot. Ist der dunkelrot, stirbst du. Ja, wunderbar. Bloody screen, so real. Also suche Blackwater nach weiteren Überlebenden. Alles klar. Das passt gerade perfekt her von der Zeit. Was genau dieses Dreieck in dem grünen Kreis bedeutet, das weiß ich auch noch nicht. Können wir nachher mal schauen. Wir werden jetzt aber erstmal die Leiche looten. Somebody kill us all. So, wo ist Deadly? Deadly! Schauen wir nachher. Wir gehen jetzt mal zu dem Bruder hinten, ne? Du
dogs help okay? Me. Oh, just fantastic. I just saw my daughter get eaten by some creature sent straight from hell. Thanks for asking. I'm kind of sorry I did. Sorry, mister. Forgive my wife. We've suffered terribly. What's going on? Well, it's the government's fault. Ganz bestimmt. Ain't it always? Well, they let in too many foreigners. Just shut the goddamn border or things like this happen. My daughter was just some satanic demon's lunch because of the goddamn government. Mit Sicherheit. And I pay my taxes. Well, usually. I think we may be moving a little off topic here. I ain't a wise man, but I have done a little traveling. These creatures ain't like any foreigners I've ever seen. Thanks for the input, cowpoke. Oh, I got flesh-eating monsters feasting on my family, and I'm taking advice about tolerance from a gunslinger. Und dich werde ich sowas von nicht vor den Zombies retten, ne? And my daddy told me I never should have gotten married. This is all your fault, you useless man. Oh, not now, Taurine. Not this again. Your daddy was a bully and a drunk. Well, you ain't no kind of man. I'm sorry to interrupt your happy reminiscences. Is there anything I can do to help? You got any idea of how we can survive? Well, you could try shooting them creatures. Shut the fuck up. Danke. Ma'am, it's been a real pleasure. Sir, you're a man of great patience. See? That feller ain't hiding away like a little girl who's wet herself. I thought we agreed we should stick together. Ich habe keine Ahnung, warum hier so ein großer gelber Kreis auf der Map ist, aber naja, ich würde sagen, zu dem U gehen wir noch und dann war's das mit dem ersten Part. Do I look like one of them? Don't come no closer. We made that mistake before, lost half our number. I ain't one of them, you fool. Well, how do I know? They can't speak. I ain't taking no chances. Kill him, he's one of them. Yeah. No, I ain't. Don't take no chances, Silas. Have it your way, all right? Listen. I ain't coming no closer. Do you know what's going on? It's the glass eye. The freak with the glass eye, he caused this. No. It's the snake oil man. Oh, fuck. Schlangenöl man. I blame the Mexicans. They haven't been struck down. All right, we heard a lot of stories, mister. Some say it's a moon. Some say it's drugs. They don't come Der Mond, no closer huh? Now. Stand back. Apparently it's worse in New Austin. Must be where it came from. And it looks like I'm headed down to New Austin. Did one of you say snake oil? It's the glass eye. I blame the Mexicans. Oh, Connie McTavish, you don't know nothing. You always was an ignorant shrew. I bet your husband's glad he's dead. Well... At least my husband never took favors from the stargazers, Lucille Billingsgate. Shots fired. You say you're sorry, you hillbilly white trash. Yeah, yeah, now how are we gonna rebuild America like this? Now see, I thought we had it all decided. We was gonna be kind and gentle and pay homage to our leader, who happens to be me. Sounds like you folks have this all worked out. So it's all. Have yourself a fine America, and good luck. We never had that decided. We decided we would hold elections oh. And that I would be leader. So you can't even read. Well, I got gravity. Well, I mean, gravy. I mean, folk respect me. I am the new king, Archibald Andrews. Me. Now pay homage.